Guten Tag, heute werden wir weiter Texte vorlesen. Wir werden üben. Übung macht den Meister. Ich lese vor. Madriza. Eine Geschichte aus Alpen. In Graubünden lebte einmal ein Bauer. Im Sommer oben in den Bergen, im Winter unten im Dorf. Es kam ein Jahr, das war im Herbst noch so viel Heu übrig, dass der Bauer allein im Dorf hinunterzog. Sein Sohn aber blieb mit dem Weh oben auf der Alp und kam nun manchmal im Dorf hinunter, wenn er keine Vorräte mehr hatte. Als der Sohn einmal längere Zeit nichts von sich hören ließ, da machte sich sein Vater Sorgen. Er könnte ihm etwas passieren sein, denn seine Vorräte hätte eigentlich schon verbraucht sein müssen. Trotz des kalten Winters stieg er deshalb auf die Alp, um nachzusehen, ob alles in Ordnung sei. Der Schnee war tief. Das Gehen kostet viel Mühe. Es war schon spät am Abend, als er oben ankam. Er traf seinen Sohn eben bei Füttern und sah gleich, dass noch genug Vorräte da waren. Wie kommt es, fragte sein Sohn, dass das Heu nicht weniger geworden ist in der langen Zeit. Und unsere Kühe sind so schön und geben Milch wie mitten im Sommer. Psst, Vater, sei leise, gab der Junge zur Antwort. Doch sie hatte das getan. Und er wies auf seine Schlafstelle hin. Da lag ein Mädchen und schläft, und ihre langen, herrlichen Haare hingen über das Bett herunter und reichten bis zum Boden. Das ist meine Madriza. Sie bringt Pflanzen aus dem Wald mit, die mischt sie unter das Salz und gibt es dem Weh. Und darum sind die Kühe so gut genäht, darum ist auch noch so viel Heu da und so viel Milch und Käse. Der Bauer sah seinen Sohn erstaunt an. Aber wie ist sie denn, deine Madriza? Da wachte die Fremde auf und stand langsam von der Schlafstelle auf. Mit einem traurigen Blick auf den Bauer sagt sie: Warum musstest du kommen und uns stören? Es wäre besser gewesen, wenn ich zusammen mit deinem Sohn eure Weh hätte versorgen dürften bis zum Frühling, wenn es wieder hinausgeht auf die Wiesen. Aber du bist gekommen und nun muss ich zurückgehen in den Wald. Leb wohl. Der Wind öffnete die Tür, das Mädchen ging heraus und war verschwunden. So oft der Junge im nächsten Sommer, als er wieder das Vieh hütete, oben auf dem Alp nach seiner Madriza rief und nach einem Zeichen von ihr suchte. Es war umsonst. Keine Menschen hat sie je wieder gesehen.